Sekundus arbeitet in einer Schweinemetzgerei, die Würste und Schinken produziert. Dort erledigt er die unangenehmen Aufgaben, die beim Schlachten anfallen. Zudem kümmert er sich um die Räucherkammer. Er schleppt das Brennholz und holt die schweren Schinken und die Würste aus der verrauchten Kammer. Er ist froh, der Metzgerei zu entkommen, um Kunden zu beliefern. Der Junge hat das Glück, bei der Arbeit etwas lernen zu können. Die Metzgersfrau zeigt ihm die Kräuter- und Gewürzmischungen, die den Würsten einen feinen Geschmack verleihen. Pfeffer, Kümmel, Petersilie und Oregano. Geräucherte Würste aus Augusta Raurica sind eine begehrte Spezialität, die weithin gehandelt wird. Sekundus ist von Geburt Sklave. Durch den Verkauf an den Metzger wurde er von seinen Eltern getrennt. Außer er kommt eines Tages frei, wird er nie über sein eigenes Leben bestimmen können. Als Sklave hat er aber einen Marktwert. Solange er seinem Herrn gehorcht, wird er gerecht behandelt. Er hat immer zu essen und auf dem Boden der Metzgerei einen Platz zum Schlafen. Es geht ihm damit besser als manchen freien und doch armen Bewohnern der Stadt.